kleines Schatztruhengebiet. Das kommt mir eigentlich ganz recht. Ich hätte ganz gerne mal eine Wunderknolle oder am besten noch eine Götterknolle. Ich glaube, die kommen bloß erst später im Spiel. Die geben einem nämlich richtig Energie. 99 Taler, okay. Der Rechner arbeitet gerade komisch, der macht hier irgendwelche Geräusche. Ich hoffe, dass er durchhält. Es wäre jetzt nicht schön, wenn er jetzt abschmiert. Wir haben gerade so viel geschafft. Und ich hätte noch keine Möglichkeit, wieder zu speichern. Seit dem Indus, seit dieser Brücke da. Es wäre natürlich schade, wenn das alles futsch ist. So, und jetzt sehe ich nicht, ob ich da noch hoch kann, aber es sieht nicht so aus. War da oben noch was zum Weitergehen? Oder kann ich hier unten reinspringen? Moment. Nee. Ah, oh, hier ist tatsächlich was zum Klettern. Das sehe ich nicht. Ganz ehrlich, Leute, ich sehe das nicht. Weil die Sonne hier vielleicht auch ein bisschen blendet. Okay, gehen wir da erstmal hin. Oh, ah, schön. Die blauen Viecher. Die sind cool. Das ist sehr gut. Das gibt Punkte. Mehr davon. Von diesem blauen Ekelschleim. Wölfe. Ich möchte immer noch diesen einen Platz bei der Schatztruhe da ergattern. Ganz am Anfang des Levels. Geheimnisse, die ich offensichtlich sehen kann, die möchte ich auch irgendwie rausfinden. Das ist irgendwie so ein Muss bei mir. Ich könnte mir mittlerweile vorstellen, dass der Endgegner irgendwie so ein Riesen-Yeti oder so ist, aber ich weiß es echt nicht mehr. Wie das war. Da ist eine Höhle. Sollen wir jetzt hier reinspringen? Oh, tatsächlich. Da können wir wieder in so ein Loch springen. Hoch können. Nicht so aus. Also da reinfallen, ja? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da können wir hoch. Oder wir können auch rein, ne? Oder? Bin nicht sicher, ich sehe das nicht. Leute, ich muss mal eben ganz kurz die Gardinen zuziehen. Moment mal, bitte. Ne, da unten können wir nicht rein. Sehe ich das? Dann gehen wir mal hier gucken. Oh, schade. Ich dachte Ekelschleim. Ich bin so wild nach Ekelschleim. Da ist er ja. Ja. Sehr schön. Komm. Der ist richtig gut. Kommt nicht durch? Doch. Einen habe ich... Oh, ich habe den einen ganzen Energiepunkt abgezogen. Bam. Ich habe Geist getroffen. Das bringt aber auch Punkte, das ist richtig cool. So, das ist die Höhle, die wir gesehen haben, glaube ich. Gehen wir hier weiter. Es geht aber immer weiter hoch und hoch und hoch hinaus. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Da geht es schon wieder weiter hoch. Mann, Mann, Mann. Mehr. Also langsam sieht es aber etwas endgültiger aus. Es geht immer nur noch schnurstracks hoch und hier ist, glaube ich, hier kommt was. Oh Gott. Oh Gott. Der sieht nicht gerade freundlich aus. Yeti. Er wirft mit Eiskristallen. Na supi. Kann ich sein Leben davon? Ach so, wir müssen gucken, in welche Richtung der läuft. Und dann... Ich muss mal eben eine Knolle nehmen. Das ist kein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass wir ziemlich am Ende sind. Raus hier bitte. Na gut, da kann ich mir reinstellen.
Irgendwie muss ich die doch mal treffen können, oder was? Wie soll ich dich denn mal treffen? War's das? Oh! Ja, ist klar. Komm doch mal her, Mensch. Ich... Der ist schwer zu treffen, Leute. Was ist das hier? Boah, was bist du schnell, Jung. So. Also, irgendwie treffe ich die auch nicht, oder? Halt doch mal an. Bengel, du. Ein bisschen hyperaktiv sind wir heute, ne? Dieses ganze Gezitter von ihm, das ist einfach nur eine riesen Ablenkung. Im Prinzip brauchst du ihn einfach nur einmal pieken. Ja, zappel mal rum. Irgendwann hält er schon an. Ah, von der Seite klappt das irgendwie nicht so gut. Ha! Erledigt! Und jetzt? Kommt noch eine Stufe? Sieht so aus. Oh Gott, jetzt kommt er hier. Wow! Ach, die können wir nicht. Okay, die können wir nicht töten. Ey, das erinnert mich gerade an Illusion of Time. Wisst ihr, als wir, na. Bei der. Bei dieser Königin da. In der Wüste. Jetzt muss ich mal eben eine Knolle essen. Und ich habe nur noch eine, oder? Oh oh. Oh oh. Die letzte. Aber wir haben noch einen Heilzauber, fällt mir gerade ein. Wenn gleich alle Stricke reißen sollten, habe ich noch diesen. Heilzauber, den können wir auch noch benutzen. Da müssen wir einfach nur ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht reinrennen in die Flächenweise. So, jetzt wird er wieder so manifestiert. Okay. So ein bisschen konzentrieren. Oh Mann. Ich hoffe, ich habe den bald mal tot. Getroffen habe ich ihn, ja. Ich kann mal eben die Zauberschatulle schon mal auswählen. Ich weiß, dass wir so einen Zauber haben. So, dann müssen wir gleich durchblättern, wenn es soweit ist. Moment. Habe ich die hier ganz gut ausgetrickst? Oh Gott, den nicht. Oh, 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 oh. Huh, da! Der lebt immer noch! Ah, Blitzring, Sturmring, Flora-Zauber. Blitzring, Sturmring, Flora-Zauber. Ist der das? Hier ohne Wirkung. Ah, toll! Yes, aber! Haha, doch noch geschafft! Boah! Morphdämon besiegt. Stimme. Alex, der Tag ist gekommen, die Menschheit wiederzuerwecken. Menschen sind intelligente Tiere mit der Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Okay, so kann man es auch ausdrücken. Doch sie sind sich der Macht, die sie besitzen, nicht bewusst.
Alex, du musst weiterhin für das Wachstum der Welt sorgen. Okay. Oha. Was passiert denn jetzt? Zeit der Blumen und so weiter ist, glaube ich, zu Ende. Jetzt ist es daran, die Menschen zu erschaffen. Ja, cool, ein Büffel, Bison, Getier oder ein Jack, irgendwie sowas. Und der hat jetzt die Pflanzen gefressen. Und jetzt kommt wahrscheinlich ein Mensch und jagt das Tier oder so. Der Vogel, der Vogel, den Jack. Ein Hubber, den haben wir lange nicht mehr gesehen. Schon sehr interessant, ja. Da, das sind wir. Töten das Getier. Den Hubba-Bubba. Und wir sind tot. Was ist denn jetzt passiert? Eine Veränderung der Zeit. Ja, ist schön gemacht. Was passiert denn jetzt? Ich sehe nur einen schwarzen Bild. Oh, Kapitel 3! Licht und Schatten. Ja, Leute, ein neues Kapitel ist angebrochen. Bei Terranigma. Das heißt aber nicht, dass wir unbedingt schon die Hälfte des Spiels haben. Würde ich nicht sagen. Nee, nee. Bei weitem nicht. Oh. Geile Musik. Du bist erwacht. Wie geht es dir? Das muss ich Lord Kumari berichten. Wie schön, dass du erwacht bist. Ja, ich bin wach. Ich habe bloß keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin wach. Geh mal hinterher. Hey, wer bist du? Hallo. Geht es dir gut? Du hast sehr lange tief und fest geschlafen. Verausgabe dich nicht. Iss, damit du zu Kräften kommst. Gute Idee. Und ich schmeiß dir eine Schüssel an den Kopf. Hat nicht geklappt, schade. Wenn ich groß bin, werde ich als Mönch Lord Kumari beschützen. Das ist Lord Kumari. Aha. Du bist endlich aufgewacht, Alex. Ich bin Lord Kumari. Bleib in Lhasa, bis es dir besser geht. Hier bist du sicher. Du wirst bald wissen, was du zu tun hast. Du kannst nun nicht mehr mit Pflanzen und Tieren sprechen. Nimm dies an dich. Es ist einer der ältesten Zauber von Lhasa. Alex erhält den Knochenzauber. Knochenzauber. Ja, ich hab's begriffen. Oh, wer kommt denn da? Lord Kumari, Mario ist angekommen und er hat Ketchup und Pommes mitgebracht. Ich weiß. Bitte ihn zu mir. Mario. Schöner Name. Ja, wahrscheinlich ist es Mario. Ne? Macht aber nichts. Also wenn du jetzt sowieso eine Audienz hast da mit Mario, dann will ich auch nicht stören.